Hallo, ich bin Michi und heute zu Gast auf der Sound of Munich Now Bühne ist die Münchner Band Ketzo. Hallo. Hallo Martin, hallo Moritz, schön, Servus. Dass ihr bei uns seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Grüß dich. Wir haben gerade ein sehr, sehr schönes Konzert von euch gehört und ihr selbst sagt zu eurer Musik, ihr macht elektronische Musik für Menschen, die nicht so oft elektronische Musik hören. Ist das das Einsteigerset für den Techno-Club? Es ist zumindest das Einsteigerset für uns selbst gewesen, würde ich mal sagen, weil wir selbst gar nicht auch nicht aus der Techno-Richtung kommen oder so. Also ich persönlich habe auch nicht viel Techno gehört, bei Moritz war es ähnlich. Und wir haben mit der Musik so ein bisschen reingefunden. Ich glaube, dass damit auch viele andere Hörer, die uns mal hier und da gesehen haben, auch so ein bisschen in diese Musik reingefühlt haben. Also wir haben halt immer versucht, Sounds, die jetzt nicht unbedingt man mit elektronischer Musik kombinieren würde, also auch Cello, Klänge, Geigen, Kalimbas, also solche Dinge so rhythmisch aufzubereiten, dass es halt doch elektronisch klingt, also indem sich es immer wieder wiederholt und dann halt mit feinsten Nuancen, die sich verändern. Also dieses Wiederholende, was ja den elektronischen Musik immanent ist, haben wir quasi mit anderen Instrumenten versucht mal zu gestalten, um da irgendwas Neues zu ersetzen. Zu bekommen, ja. Es gab ja schon eine Vorgängerband, hieß Beatnik Boy. Damals habt ihr Indie-Musik mit Elektronika verbunden. Seid ihr jetzt erwachsen geworden? Ist das das erweiterte Set? Ja, ich glaube, erwachsen wird man nie so richtig, ne? Oder ich glaube, wenn man Musik macht, wird man nicht wirklich erwachsen. Aber ja, es war jetzt nicht so geplant. Es hat sich eigentlich eher zufällig ergeben, weil es ist dann erst der Bassist ausgestiegen, dann haben wir den Bass durch einen elektronischen Bass ersetzt, dann ist irgendwann der Gitarrist ausgestiegen, dann haben wir den Gitarrist durch einen Synthesizer ersetzt und dann wurde es immer mehr elektronisch und dann waren wir nur noch zu zweit, was so generell einfacher war mit Proben und Übungsraum. Und dann hat's aber trotzdem kommt ihr eigentlich aus diesem Bandkosmos. Richtig, ja. Und jetzt seid ihr aber auch zu Hause im Clubkosmos. Seid ihr so das Bindeglied? Das wäre schön. Also es wäre ja auch, also wir würden uns wünschen, dass generell die Clubszene sich da noch mehr öffnen würde und auch statt, also DJs haben ja natürlich ihre Berechtigung und sind auch wichtig, aber dass es auch nebenbei noch mehr elektronische Live-Acts auch geben würde, die dann wirklich auch im Club spielen und auch auf Elektro-Festivals dann. Aber ich glaube, das geht auch ein bisschen mehr auch um die Musik. Also die Musik, die wir jetzt spielen, im Vergleich zu dem, klar, was wir vorher gemacht haben, Indie-Pop, das gehört jetzt nicht in den Club oder es passt nicht in das Publikum eines Clubs, wie zum Beispiel hier Bahnwärter Thiel, Harry Klein und so weiter im Münchner Raum. Und die Musik, die wir jetzt spielen, die passt halt im Club, aber die passt genauso auch mal in Konzertsaal, wo man halt mal dazu gebucht werden kann. Also das war auch das, was uns letztendlich auch gereizt hat. Wir wollten auch immer eben tanzbare Musik machen, aber gleichzeitig aber eben auch noch richtige Gigs spielen können. Also insofern ist es richtig, es ist vielleicht wirklich ein Bindeglied zwischen den zwei Welten. Wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, da war die Münchner Musikszene sehr starr. Es gab eine ganz strenge Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik und es gab eine strenge Unterscheidung zwischen Techno und Popmusik im weitesten Sinne. Warum hat sich das verändert? Und also ich finde es natürlich super, dass sich das verändert und dass sich generell die Musik weiterentwickelt, die Musik in München weiterentwickelt. Aber woher kommt quasi, dass diese Schranken abgebaut werden? Also ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass es vielleicht auch über die ganzen Streaming-Dienste kommt. Musik wird anders konsumiert. Man kauft sich nicht mehr eine Platte oder ein Vinyl, wo 12 Songs drauf sind oder 8 Songs, die genau dieselbe Richtung haben. Sondern es wird geschaffelt, man hört Playlisten, die schon bunter editiert sind von den Editorials. Ich glaube, dass dadurch auch schon so ein bisschen die Generation jetzt damit heranwachsen, dass man bunter Musik hört, abwechslungsreicher. Vielleicht auch dadurch dann die Clubs gar nicht mehr so typisch bestimmte Richtung sind, sondern sich das schon ein bisschen gelockert hat. Ja, und es gibt eben auch Künstler wie Christian Löffler, die halt auch schon mehr mit verschiedenen Klängen gearbeitet haben und da auch letztendlich auch weg sind von dem klassischen Techno und auch mehr in die melodiöse Richtung noch gegangen sind. Und auch gibt es ja auch immer mehr auch mit Neoklassik, die dann versuchen, elektronische Musik mit Klassik zu verbinden. Also es ist auch, das hat uns halt immer gereizt, diese Verbindung. Man kann diese Entwicklung in München immer so auch dingfest machen mit Musikern, Popmusikern, die dann quasi Musik studiert haben. Jazz-Rausch, Big Band, die dann quasi im Harry Klein damals quasi Big Band-Musik quasi mit dem Techno gemischt haben. Ja, ja. Oder Martin Brucker, Occupanta, ja. Und dann Faser jetzt und so weiter und so weiter. Ich würde gerne nochmal einen Blick werfen in die Clubs. Wie reagiert denn der Clubbesucher, der ja normalerweise den Anblick von DJs gewöhnt ist, wenn plötzlich hier eine
Band steht, Musiker, die live Schlagzeug spielen, Gitarre spielen, wollen die erstmal wieder rausgehen, sind hier falsch. Also sehr, sehr positiv. Sehr also positiv, ja. Wir wurden eigentlich überall immer sehr positiv empfangen. Also das kann man ganz klar sagen, wir waren eigentlich immer sehr begeistert, dass wir mal was anders gesehen haben und dass das, wie das überhaupt technisch so funktioniert und dass es dann doch auch tanzbar ist, wenn ein Schlagzeuger Aber steht. Jetzt ist natürlich ein Club nicht immer groß und vor allem die DJ-Kanzel klein. Wie passt ihr da hin? Also das ist dann wir entwickeln sie auch, also wir müssen uns dahin auch so ein bisschen entwickeln. Man sieht. Also es ist durchaus schwierig. Also im Harry Klein hat er, also Klein passt da, hat er, glaube ich, irgendwie einen Quadratmeter gehabt, wo er dann sich da irgendwie drauf geklemmt hat. Und wir hatten auch, haben schon auch auf DJ-Kanzeln gespielt. Da hat man ihn kaum gesehen. Also das ist immer natürlich immer so ein bisschen schwierig. Also, oder wenn dann nahtloser Übergang sein muss vom DJ zu uns, dann müssen wir quasi, während der DJ noch auflegt, unser Equipment, was man ja sieht, dann irgendwie noch hinten da einbauen und dann nahtlos übergehen. Also das ist halt das, was mir natürlich die. Aber das macht auch die Herausforderung irgendwie aus. Dass wir haben mit Schlagzeug auch gestartet. Also wir hatten Schlagzeug mit Kickdrum sitzend gehabt und haben dann in Clubs gesehen, dass wir gar nicht mehr so richtig in die Clubs reinpassen. Ein Quadrat mit dem Harry Klein hat es vielleicht gerade noch übereinander gepasst. Irgendwie hat es dann in die Ecke dann doch reingepasst. Aber wir haben auch gemerkt, damit wir auch tauglich sind, in Clubs zu spielen, müssen wir unser Set anpassen. Das, was man jetzt auch gesehen hat, geht auch schon in die Richtung. Also auch da sind wir jetzt anders unterwegs, als zum Beispiel noch vor einem Jahr unterwegs gewesen sind. Und wir können es dann auch immer ein bisschen hochskalieren und runterskalieren, dann lassen wir wieder was weg und dann passt es auch in die kleinste Ecke. Wir sind auf jeden Fall froh, dass die Münchner Musikszene weiter wächst, weiter sich wandelt, sich weiterentwickelt. Sehr schön, dass es euch gibt und schön, dass ihr quasi diesen Wandel vorantreibt. Schön, dass wir euch zu Gast haben beim Sound of Münchenau. Und wie jedes Jahr zeigen wir 20 Bands aus den verschiedenen Stilrichtungen und von daher passt ihr wunderbar zu uns. Dankeschön. Dankeschön.